Ja, meine Freunde, es gibt Süßigkeiten zu gewinnen. Bleibt also bis zum Schluss dran. Kangi, Petaku, Chibabtuchi, Freunde meiner Mobsgesichter. Was geht ab? Euer Petaku wieder am Start. Und herzlich willkommen hier nun zu einem weiteren Video von mir. Und zwar gibt es heute die beste Top 10 auf ganz YouTube. Ja, richtig gehört, Freunde. Es geht nämlich um meine Top 10 der beliebtesten Lieblingssüßigkeiten überhaupt von mir. Wie am Anfang erwähnt, es gibt Süßigkeiten zu gewinnen. Und zwar meine Top 3. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr überhaupt wissen wollt, was es zu gewinnen gibt. Und jetzt fangen wir mal an mit Platz Nummer 10. Ganz knapp in die Top 10 hat es geschafft, das Snickers-Eis. Oh, ich liebe es einfach. Ihr kennt das vermutlich, im Sommer hat man nicht so viel Bock auf Schokolade. Dann einfach so ein Snickers kombiniert mit Eis. Einfach nur genial. Meine Top 10. Platz 9, wer kennt's auch? Dime. Dieser Karamellbonbon mit Schokoguss drumherum. Ich liebe einfach diesen Geschmack von diesem Karamell. Deswegen ist auch von McFlurry, ihr kennt das vermutlich von McDonald's, oder? Das Eis Dime, immer meine Lieblingsauswahl davon. Platz Nummer 8. Kinder Bueno. Diese unglaublichen Riegel mit dieser legendären Creme drinnen. Immer wieder ein Genuss aufs Neue. Kinder Bueno, Platz 8. Bleiben wir mal bei der Firma Ferrero. Platz Nummer 7, Raffaello. Und das ist so eine Süßigkeit, die ist eigentlich komplett paradox zu meinen eigentlichen Sachen, die ich mag. Denn ich hasse Kokos, wirklich. Ich hasse Kokos. Wie heißen die? Die Bounties. Diese Sachen und allgemein diese Kokosnuss an sich. Aber das in dieser Konstellation mit diesen anderen Zutaten, dieser Creme und dieser Schale, bringt dieser Kokos, sag ich mal, richtig Spaß. Das ist unglaublich. Raffaello auf jeden Fall Platz 7. Platz 6. Mal was ganz anderes jetzt hier in dieser Top 10. Und zwar die Chio Nacho Chips, meine Freunde. Die machen so süchtig. Und ich habe das Gefühl, ich weiß, warum die so süchtig machen. Die haben immer so ein bestimmtes Gewürz drauf. Und immer wenn du einen nimmst, hast du das Gefühl, gerade wo das richtig extrem wird, geht dieses Gefühl schon wieder weg. Also die würzen die extra extrem stark, aber der Geschmack bleibt nur kurz. Und deswegen greifst du nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem hundertsten und auf einmal ist die Packung leer. Die machen so übertrieben süchtig, das ist unglaublich. Yeah, die Hälfte fast geschafft. Platz 5 wird vermutlich jeder von euch lieben. Das Eis von Ben & Jerry's und zwar nochmal genauer Half-Baked. Schoko-Vanille-Eis mit Brownie-Stückchen und Cookies und dann dieser Eisgeschmack. Ich muss ehrlich nichts mehr dazu sagen. Einfach nur legendär dieses Eis. Platz 4. Ihr dachtet, Ben & Jerry's wäre das legendärste Eis überhaupt. Nein, es gibt noch ein Eis, was ich noch besser finde. Und zwar Blombier. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist das so ein russisches Eis. Und das ist einfach nur stumpfes Vanilleeis in so einer Waffel. Aber dieses Vanilleeis, Freunde, das ist so heftig. Das schmeckt so intensiv krass. Manche kennen das sicherlich von euch. Und können da mit mir mitfühlen. Das ist einfach ein unglaubliches Eis. Ich krieg schon Gänsehaut. Ich muss mir gleich 3 Packungen davon kaufen. Nun angekommen bei der Top 3, meine Freunde. Jetzt erfährt ihr, welche Süßigkeiten ihr gewinnen könnt. Platz Nummer 3. Schokobons. Kinder Schokobons. Diese Schokogranaten, die einfach so explodieren im Mund. Genauso das Prinzip von den Nachos. Man isst ein, man isst nicht zwei, man isst auch nicht drei, man isst sofort die ganze Packung leer. Oh mein Gott, was sind das für Zutaten bitte drinne, die so einen Geschmack hervorrufen können? Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall Schokobons, klein und rund, schnell sind sie in meinem Mund. Platz Nummer 2. Jetzt kommt ein Produkt, das vermutlich nicht jeder kennt. Und auch mal was ganz anderes. Mal gucken, wer das alles kennt. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das Dessert Gü. Wow. Das ist so eine Art Dessert. Gibt es auch nur im Kühlregal. Ist übertrieben teuer, meine Freunde. Ihr kriegt 2 so kleine Schälchen davon für 3,50 Euro bis 4 Euro. Aber der Geschmack, meine Freunde, wenn ihr auf Qualität steht, das ist so unglaublich. Und da das in der Top 3 ist, habt ihr die Möglichkeit, es zu gewinnen. Falls ihr das noch nicht kennt und ihr wollt es unbedingt probieren. Oh mein Gott, Gü. Das ist sowas, so eine Art Käsekuchenartiges mit so einem ganz bestimmten Rezept. Ist auf jeden Fall, wow, richtig gut, richtig gut. Davon gibt es auch ganz verschiedene Variationen. Sachen, die ihr einfach so in den Backofen packen müsst oder die ihr direkt halt irgendwie essen müsst. Auf jeden Fall richtig geil. Gü, Platz 2. So, meine Freunde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Platz 1? Was kann Schokobons und Gü bitte noch übertreffen? Haltet euch fest, meine absolute Lieblingssüßigkeit, die ich immer zu gerne fresse, wirklich fresse, ich überfresse mich davon,
ist meine Freundin. Kinder Schoko Fresh. Jetzt ist es draußen. Kinder Schoko Fresh. Wer kennt das? Was ist das? Was ist das für eine Droge, bitte? Davon kann man nicht eine Packung essen, davon muss man gleich 10 essen. Das ist nicht normal. Diese legendäre Sahnefüllung auf dieser Karamellschicht da unten. Damals hieß es ja noch Kinder Professorino. Wer kennt das noch? Das war so zu den guten alten RTL 2 Pokito-Zeit. Jetzt heißt das Kinder Schoko Fresh. Das ist meine Top 1. Das war meine Top 10 meiner Lieblingssüßigkeiten überhaupt. Und ja, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr wisst ja, was ihr gewinnen könnt. Meine Frau. Und was müsst ihr dafür machen? Einfach nur dieses Video lieben, einen Daumen also nach oben geben. Abonniert auf jeden Fall, wenn ihr mitbekommen wollt, wer gewonnen hat. Und schreibt in die Kommentare jetzt das wichtigste Kriterium für dieses Gewinnspiel, meine Freunde. Eure Top 3 der Lieblingssüßigkeiten von euch. Ich weiß, das ist schwer. Ich habe ein Jahr gebraucht für dieses Video. Wirklich fast ein Jahr, um endlich eine Top 10 Ranking daraus zu machen. Aber ihr müsst nur eine Top 3 nur nennen. Schreibt es in die Kommentare mit dem Hashtag Süßigkeiten. So, meine Freunde, ich fresse jetzt auf jeden Fall meine komplette Top 10 weg. Ich gehe jetzt einkaufen. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, lasst mir einen Daumen da und schreibt es in die Kommentare, was ist eure Top 3 der Lieblingssüßigkeiten von euch. Und dann sage ich nur noch, macht's gut, Petakus. Bleibt weiterhin süß. Was war das? Bleibt weiterhin pervers. Sayonara, Bitches. One punch.